Hallo Leute, DM-Haul. Ich liebe DM-Hauls selber zu schauen und deshalb drehe ich jetzt wieder ein DM-Haul. Es ist kein riesen DM-Haul, da hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, bei mir fängt ein Haul erst ab 100 Euro an, bei mir nicht. Also ich habe Tempo-Tücher gebraucht, so Tempo-Taschentücher. Und ich kaufe immer Tempo, weil man sie auch waschen kann. Wenn man die mal in der Hosentasche vergisst, bleiben die so, wie sie sind. So, dann habe ich noch Leute Tee gekauft. Und zwar, ich habe so ein bisschen zugenommen. Letzte Zeit haben sie mit meinem Mann ein bisschen gut ernährt. Ja, so ein Verdauungstee. Ne, Fettverdauungstee. Ah, das ist wahrscheinlich ehrlich Schwachsinn, aber das ist gut, besser als nichts. Dann habe ich noch Denk mit. Fußbodentücher gekauft, so manchmal schnell wischen, sind die schon ganz gut. Aber ich benutze die immer, wenn ich so die Treppe in der Wohnung putze, weil wir haben zwei Etagen und wenn ich die Treppe putze, dann nehme ich immer so ein Tuch, zack, schnell, fertig. Also überwiegend dafür. Dann habe ich noch einen Tee, eine Packung Tee gekauft, Figur Fit Tee. Ich hatte den schon mal gehabt, ich glaube nicht, dass er was nützt, aber er schmeckt halt gut. Und dann habe ich noch zwei super schöne Sachen gekauft. Und zwar einmal habe ich einen so einen schönen Flüssig-Highlighter von Catrice gefunden. Das muss ein neuer Highlighter sein, weil ich habe die davon noch nie in der Catrice-Theke gesehen. Und zwar ist das die Farbe, ich muss den jetzt auspacken, dann sage ich euch, welche Farbe das ist, welche Nummer das ist. Ich wollte zwei Farben mitnehmen, aber es gab die zweite Farbe nicht mehr. Also insgesamt gibt es drei Farben, aber eine ist mir etwas zu dunkel. Aber es gab die andere Farbe nicht mehr, so habe ich nur die mitgenommen. Werde ich gleich auspacken und swatchen. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden, und zwar ist das ein Nude Baked Eyeshadow. Und Leute, ich habe das mitgenommen, nicht nur für die Augen. Ich fand, dass das sich auch als Highlighter optimal eignet. Ich packe den jetzt auch aus und dann zeige ich euch den. Und ihr macht so lange das Plus weg und das Herz hat, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Also ich habe jetzt zuerst den Lidschatten ausgepackt. Den dreht man hier so auf. So sieht das aus. Schimmert wirklich sehr, sehr schön. Jetzt werde ich den mal testen. Oh ja. Leute, der eignet sich auch als Highlighter wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ein wunderschöner Ton. Werde ich definitiv ausprobieren, testen und euch dann das Ergebnis zeigen. Und jetzt kommt, ups, und jetzt kommt der flüssige Highlighter. Auch ist ganz geblieben, zum Glück. Der flüssige Highlighter ist ebenfalls in der Nummer 010. Und den testen wir jetzt auch zusammen. Oh, der ist so schön, Leute. Oh, lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Ich glaube, der kostet etwas mehr als 4 Euro. Ja, das habe ich aber echt viel. Oh mein Gott, wie das glänzt. Schaut mal. Oh. Mega. Ich bin begeistert. Bis zum nächsten Mal.